Moin Leute, herzlich willkommen bei einem kleinen News-Video über das Halloween Update sozusagen. Es gab drei Autos wieder, die nur an Halloween zu bekommen sind. Leider ist es halt jetzt schon einen Tag zu spät. Ich habe aber gestern einen guten Livestream gemacht und die Autos gekauft, getuned und vorgestellt. War richtig lustig, wir haben auch noch andere lustige Sachen gemacht. Ich werde aber ab jetzt bei Twitch aufnehmen, also Livestreamen und immer wieder die Videos dann ja auf YouTube hochladen, wenn es noch richtig gut geht. Und dann könnt ihr den Livestream eigentlich immer nachschauen. Aber eben auf YouTube kann man momentan nicht mehr so gut Livestreamen. Es fehlen sehr viele Features, wie zum Beispiel auch die Anzeige der Streamdauer und so weiter. Und ja, man muss immer manuell starten und so weiter. Das ist momentan halt ein bisschen blöde, wenn man jetzt gerade nicht so, ja, beim nicht einen zweiten oder dritten Monitor hat, wo man das alles auch im Überblick hat. Einfach ein bisschen schwer für mich. Und auf Twitch habe ich so das Gefühl, werde ich auch besser gefunden. Auf YouTube wird man ziemlich schlecht gefunden. Also ich finde wirklich super toll, dass wirklich es ungefähr so 10 bis 20 Leute gibt, die auch meine Videos schauen und mich dadurch unterstützen. Jo, und ich bin jetzt gerade mit dem Albani Loscher unterwegs, oder Loch auf Deutsch. Und ich finde einfach, das ist eines der besten Autos, die man so optisch, also einfach ein bisschen Eindruck hat, oder dass es etwas Spezielles ist. Weil die Lackierung sieht es jetzt gerade auf dieser Seite nicht so, aber hier und hinten auch den Zombie. Hat schon etwas Spezielles, da hat sich Rockstar schon ein bisschen mehr Mühe gemacht. Und das finde ich einfach toll, also ich werde sicher öfters mal herumfahren mit dem. Und ja, mal schauen, was die Leute so meinen. Also ja, es gibt eben nur immer nur einen Tag im Jahr und deshalb ist es schon etwas Spezielles. Weil ich sehe eigentlich immer nur die Oppressor-Bikes. Ja, die Barty und sonst ein bisschen die neueren Supersportwagen. Sonst sehe ich eigentlich kaum Abwechslung in den öffentlichen Lobby. Und ich bin momentan echt viel in den öffentlichen Lobbys unterwegs, weil einfach etwas los ist. Und eventuell halt einfach auch Spieler treffe, die Deutsch können oder auch, ja, weil ich schon ziemlich gut Englisch kann, auch mit englischen Sprachigen Kontakt treten kann, weil auf YouTube einfach nicht viel los ist. Und das, ja, hoffe ich einfach, dass da schon ein bisschen mehr, hey, hallo, dann abgeht, weil ich momentan auch nicht so viele Leute kenne, die jetzt wirklich motivieren streamen oder so, also schon, aber nicht gerade so meins ist, also ich habe so das Gefühl, ich muss halt selber so ein bisschen auch bekannt werden, dass ich auch wieder Motivation habe, da, ja, mehr zu machen, oder? Also, ihr bringt da schon die Motivation, Games zu spielen, zum Beispiel eben GTA Online. Sehr mit. Und ihr dürft da natürlich auch gerne Kommentare schreiben. Jederzeit beantworte ich die auch gerne. Und, ja, deshalb mache ich jetzt auch momentan News wieder. Es gibt ja dieses Bike, da kenne ich jetzt gerade den Namen nicht. Aber wir können kurz nachschauen, dann kenne ich auch den Namen wieder. Wahrscheinlich hier, ja. Ah, der Rampant Rocket, genau. Rampant Rocket. Okay, Rampant, jo, Rocket. Ist ein komischer Name. Der ist aber recht teuer, 1 Million fast. Und ich weiß, dass er recht schlechte, ja, Steuerung hat, also Traktion wahrscheinlich. Einfach, ja, Bremsleistung hat. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil man relativ oft bremsen muss. Aber wer da mir, ja, etwas erzählen kann über dieses Bike, der kann gerne das in die Kommentare schreiben. Im nächsten Update werde ich wahrscheinlich dann das Auto dazu kaufen. Also das nächste Auto, das es zum Kaufen gibt, werde ich dann kaufen. Und es euch vorstellen. Außerdem ja, gibt es neue Überlebenskämpfe. Da kann man bei Jobs, Job spielen.
Muss immer doppelklicken, bis es endlich reagiert. Das Menü ist einfach ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl momentan. Überlebenskämpfe und dann habt ihr hier unten, die machen das. Ich will nur rund, also reingehen. Ist wahrscheinlich das hier. Sind wahrscheinlich die Projektteile hier. Ja. Zancudo zum Beispiel. Aus der Militärbasis Pillbox weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Könnten wir dann mal ausprobieren, aber zum nächsten Video, wenn auch der Ghost Zeit hat. Arena ist wahrscheinlich in der Maze Bank Arena, also ja, wo die ja, Sachen sind da, die Kämpfe. Wüste, ja, ist wahrscheinlich beim Alien Platz. Grapeseed ist. Ist das eine Stadt? Ich glaube, Grapeseed ist das Land, das Farmland. Sieht aber eher nach Fort Zancudo. Ja, die Stadt hat das dort. Ranch. Ja, ist dort bei der Farm. Und Terminal ist am Hafen scheinbar. Sieht aber eher aus wie Fabrik. Ja, ist doch so ein Hafenkran da hinten. Okay. Und dann ist noch für Arbeit, oder ist das? Ja, das ist ja das. Okay. Das kam so vor einem Monat raus, glaube ich. So, die Meth-Labor habe ich noch nicht gespielt. Wald, Groove Street. Ja. Ja, und Stab City. Ich werde alle mal spielen. Einfach dann, ja. Zuschauen, wie der andere es macht, der Ghost macht, weil er natürlich schon ein bisschen etwas mehr dann rausholen kann als ich. Und sonst gibt es, glaube ich, nur, oder gibt es noch was? Ich habe es gelesen vorher, aber ich weiß es nicht mehr genau, ob es noch etwas Neues gibt. Glaube aber nicht. Ja, okay. So. Ja, dann können wir noch ein bisschen den Sanchez rausholen, zum Beispiel. Der Sanchez wollte ich schon eigentlich ja, seit ungefähr 2 Jahren mal holen, aber ich war eigentlich nie so richtig, ja. Aktiv bei GTA oder war einfach beschäftigt an Halloween und so. Und deshalb hatte ich das nie, ja, einfach immer verpasst. Ich wusste es einfach nie, dass es immer dann an Halloween nur den Sanchez gibt. Und ja, jetzt habe ich ihn und ja, ich bin jetzt noch nicht so glücklich. Ich muss mich halt an die Steuerung noch ein bisschen gewöhnen. Aber es sieht einfach cool aus. Also ich denke, ich werde ihn noch ein bisschen umlackieren, weil ja, er passt nicht ganz so genau zu einem Skelett. Also es ist Bronze. Aber ich wollte das Bike schon hell machen und deshalb musste ich einfach eine dunklere Farbe nehmen. Aber Braun gab es nicht so gut. So, also das ist ungefähr Bronze. Aber sieht eigentlich interessant aus, auch mit dem roten, ja, wie sagt man, dem Motorteil. Blut einfach drüber. Ja, und den blutigen Augen. Das kann man übrigens in der Maze Bank Arena tunen, drauf tunen, das als farbiges Licht. Wenn ihr dort das gekauft habt und dort die Garage auch habt, die Werkstatt. Ja. Schaue ich mal, ich habe glaube ich gestern schon Glücksgrad gespielt. Jetzt kann ich wahrscheinlich noch nicht. Ja, mach doch kurz. Geht auch schneller zum Laden langsam. Das ging ja manchmal extrem lange, bis es endlich mal geladen hat hier drin. Und jetzt ist es momentan glaube ich auch wieder ein neues Auto hier. Ah, jetzt gibt es den Sanchez, okay. Ja, ich habe ihn gekauft, das ist doch lohnenswert. Also ihr könnt den Sanchez noch holen, indem ihr einfach Glück habt.
Ich hoffe, das kommt dann auch bald wieder. Ja, ihr habt sicher ungefähr eine Woche oder ja, zum Beispiel 6 Tage jetzt Zeit. Ja, oder? Es geht, ja. Ich habe gestern gar nicht gedreht. Ist nicht so gut, wenn man es vergisst, wenn man ja echt müde war noch nach dem Livestream, wenn man viel Sport gemacht hat da vorne. Also das Auto ist mal nicht drin, aber Clothing wieder. Gestern, also vorgestern schon Clothing. Sonst habe ich immer die Shadows gewonnen, also einmal 15.000, einmal 20.000. Und jetzt habe ich Jay Lager Bierhelm. Oh, den will ich tragen. Auch wenn er hässlich aussieht. Aber ein Bierhelm, wo man Bier trinken kann. Ich hoffe, es ist so etwas. Dann müssen wir hoch ins Penthouse in den Kasten. Okay. Ah ja, etwas Wichtiges. Ich denke, ich werde bald mit WoW anfangen, weil das ein bisschen lockeres Rollenspiel ist und dann auf Phoenix RP gehen, wo der Genex ist. Und dann immer wieder Livestream auf Twitch. Und einen ganz speziellen Charakter machen, der ja schon ein bisschen sehr Eigenheit hat und so. Also Eigenheiten hat, sind mehrere. Und wo ist der? Okay. Da ist er. Okay. Genau so wie ich dachte, rot mit blau, ja. Eigentlich mit, ja, ich habe mir auch blau gedacht, so rot-blau, so Red Bull-mäßig. Oder grün. Aber es sind blau, es sind blaue, ja, Dosen. Okay. Interessant. Das ist genau für mich. Und dieser Hund war ja so richtig speziell, wollten alle haben und deshalb habe ich ihn auch noch geholt, solange er noch verfügbar ist. Aber ich denke, er ist immer noch verfügbar. Ja, Casino wieder und dann nochmal kurz in den Shop schauen. Und ich werde auch im Gameplay, also in Gameplay-Videos, dann Rollenspiel wieder machen. Also mehr Rollenspiel machen. Ah, das ist der Laden. Da, okay. Und ich gehe auf Wünsche ein. Es haben mehrere gewünscht, ich soll wieder BOB zocken und ich werde es auch machen. Auch weil ja momentan noch das Headset nicht so gut läuft, dass er manchmal einfach abstellt, weil das Kabel rausfliegt. Und deshalb beginne ich dann, wenn ich das neue Headset habe und vielleicht auch ein Mikrofon habe, dann wird wahrscheinlich schon schnell gehen. Okay, vielleicht neue Bilder und so. Ja, schade, dass der Löwe nicht größer, der Tiger nicht größer ist. Ja, das ist noch interessant. Hier ist es wahrscheinlich Boden, ja. Ja, es gibt ihn wirklich nicht mehr. Lol. Ja, gut. Gut, dass ich den noch bekommen habe. Ich dachte, es wäre schon zu spät und dann habe ich ihn gesehen und dann musste ich ihn kaufen. Ich hatte genau noch genug Chatons. Jetzt habe ich 100.400. Okay. Könnte also dann, wenn ich irgendwas Gutes sehen wollte, das kaufen. Mit den Chatons. Also, und sobald ich auf der Kreditkarte Geld habe, kaufe ich mir Planet Coaster und mache dann auch Rollenspielvideos und eventuell auch mal ein Livestream von Planet Coaster. Weil da kann man so richtig designen. Ich liebe Designspiele, wo man etwas aufbauen kann, etwas gestalten kann und so weiter. Bei Planet Coaster habe ich halt einfach die DSi nie gekauft. Also, ja, das kommt jetzt auch nicht mehr so gut an. Vor ungefähr 1 oder 2 Jahren kam das noch sehr gut an. Ich hoffe, dass es bei Planet Zoo genauso ist, dass ich da auch ein bisschen mehr Aufrufe bekomme. Und
das tut natürlich auch gut dem GTA Online Videos und ja, Livestreams. Und ich werde öfters jetzt neue Spiele kaufen und die neuen Spiele wirklich durchzocken und so weiter. Dass ich da auch ein bisschen größer werde, natürlich. Ich wurde dazwischen durch und dann ist so ein Schräger noch dabei. Ein schräger Pfosten. Den muss ich mir mal kurz anschauen. Da ist der schräge Pfosten. Da noch ein schrägerer. Aber was ich eigentlich in GTA so gut finde, ja, Map-Designer haben wirklich sehr viele Sachen designt. Also hier mal zum Beispiel ein Waggon und ein Mülleimer. Ist natürlich, sieht alles ein bisschen rollenspielmäßig aus. Und dann noch ein Rollenspiel-Server, wo die Leute die Modder etwas gestaltet haben. Und alles sieht so richtig authentisch aus. Ich hoffe, es wird bald mal ein Rollenspiel-Spiel geben, das so aufgebaut ist wie GTA, aber mehr auf Rollenspiel basiert und so. Oh, ich werde es so genießen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich Red Dead Redemption 2 holen soll. Es wird wahrscheinlich nicht gerade so gut laufen. Weil, ja, ich habe schon Mühe, GTA Online zu richtig qualitativ zu, ja. Also es ist alles Maximum eigentlich, außer Blendeffekte und so, was ich jetzt nicht so mag. Und deshalb denke ich schon, dass Red Dead Redemption eigentlich relativ gut laufen wird auf meinem PC. Aber ja, es ist halt nicht so viel los, also man hat eigentlich relativ schnell viel gesehen vom Spiel. Und muss sich dann irgendwie um Jagen kümmern oder einfach ums Überleben, ums ja, Essen und so. Ist jetzt nicht so motivierend. Also ihr könnt gerne mir ein paar Sachen sagen, die wirklich gut sind. An Red Dead Redemption, aber ich sehe es jetzt irgendwie nicht so. Also ich habe Streams geschaut von Red Dead Redemption, als es auf dem PS4 und Xbox One rauskam, aber so mitgenommen hat es nicht. Ich habe eigentlich nie gesagt, wow, das ist dann auch gut gemacht und so. Ist schon qualitativ gut. Also, die Grafik ist schön und viel. Ja, die Gegend ist einfach cool designt. Und trotzdem ist das halt einfach nicht motivierend genug. Also, es muss einfach mehr Spiel sein. Man hat relativ schnell irgendwie stürzt oder so, oder hat dann das Gefühl, dass man nichts machen kann, weil die, ja, die Hüter, also die Polizei sozusagen, alles sehen, oder? Und dann ist man, hat man einfach Kopfgeld und kann es schlecht wegbekommen und so weiter, das ist halt nicht so gut. Deshalb, ja, bin ich da eher so ein bisschen abgelehnt, es zu kaufen. Wenn ich dann mehr Geld habe, sicher, aber naja, muss ich halt auf ein anderes Spiel warten. Also wenn ihr Ideen habt, Interessen, wenn ihr irgendwas wollt sehen, ein Spiel oder so, dass ihr euch, also euch interessiert für das Spiel und danach gewillt seid, wirklich Videos zu schauen von mir oder Livestreams, und sagt es, ich mache alles für euch, oder? Also, ich bin halt abhängig von euch und möchte euch den Spaß geben. Ich muss jetzt nicht immer nur den Spaß haben. Also, ich habe mehr Spaß an GTA Online, als ich euch vielleicht übermitteln kann, oder? Und das möchte ich euch auch zeigen. Also, sagt, was ich tun kann und so weiter. Was auch steuerungsmäßig geht bei GTA Online. Das ist alles ein bisschen hakelig und, ja, sensibel. Aber wenn ich dann ein Gamepad habe, dann kann ich danach viel mehr machen. So, macht richtig Spaß herumzufahren mit dem Sanchez. Und sieht einfach cool aus. Ach, ich mag das. Ja. Und ich melde mich jetzt im Club an. Muss 350 Euro im Jahr zahlen. Also ich muss jetzt 350 Euro wahrscheinlich zahlen.
dass ich ein Jahr Fußball spielen kann und werde einfach mal bei über 30 anfangen, weil dort spielen drei ehemalige FC Basel-Profis. Und deshalb habe ich da sicher wie immer Motivation. Ich denke, da muss halt jemand mir Platz machen, weil ich fit bin. Ich bin extrem fit momentan, das motiviert mich extremst. Auch Livestreams zu machen und so weiter, wenn man endlich nicht mehr so müde ist und ja, das Gefühl hat, ja, man kann nicht lang livestreamen. Oder ja, bei den Videos geht es eigentlich viel besser. Bei den Livestreams ist halt einfach die Dauer so ein bisschen ermüdend, weil ich meistens nicht so lange zocke am Stück. Und ja, halt auch alles unter Kontrolle halten muss. Die Gedanken so richtig rausholen aus dem Gehirn. Fällt mir halt schwer, weil ich extrem viel zu tun habe. Ich habe immer volles Gehirn. Das ist einfach so, dass man ja da auch schon ein bisschen Erfahrung haben muss, oder? Was man jetzt alles erzählen kann und so weiter. Ich bin jetzt momentan eher so ein bisschen verschlossen, weil vieles halt vorwärts geht, oder? Und deshalb jetzt gerade nicht unbedingt alles rausplappern möchte. So. Schade, dass die Gondel nicht geht. Jetzt sind wir eigentlich dort, wo wir wieder angefangen haben, das Video. Genau, wir sind hier unten drunter. Das ist ein Kehrplatz. Genau über die Schanze, die Brücke. Ja. Bei Diablo 2 Snake Mod habe ich da auch schon ein bisschen weiter gespielt und können dann eigentlich den Hals Dungeon bald durchmachen. Dass ich da vielleicht morgen ein Video dann bringe über Diablo 2 wieder. Oh, abgeschlossen. Cool. Aber ich bin da ein bisschen runterge. Das hat irgendwie. Ich bin irgendwie angekommen, auf die Seite geglitten, nach links gedriftet, so geknickt. Und ja. Natürlich nicht so gesund für die Knochen. Jo. Also ich habe etwas, was ich auch bringen kann jetzt in den Gameplay-Videos. Also ich habe ja gesagt, dass ich Rollenspiel machen werde noch. Einfach in Gameplay-Videos. Nicht immer, aber ziemlich oft. Und was ich dann einfach auf WoW machen werde, habe ich auch schon so ein bisschen geplant. Gut. Oh, bla. Aua. Ja, ich müsste mein Passwort raussuchen. Das ist ja generiert von automatischen. Also das ist ein mega langes Passwort. Und deshalb, ja, ich hoffe, dass ich reinkomme und nicht einen neuen, ja, Account brauche. Hä? Ist das jetzt schon kaputt? Ne, das ist ja der Dampf. Der Rauch, die Abgase. Ach, gemütlich. Sieht so cool aus. Aber jetzt habe ich den Motorradhelm an. Ich will den haben. Sehen aus. Genau, jetzt ist er wieder da. Und direkt losfahren, damit er nicht den Motorradhelm anzieht. Sehr gut. Ja, Sherlock. Richtig cool. Ja, aber das Sanchez Bike, das kennt eigentlich so ziemlich jeder, der ja reichlich gespielt hat. Ich werde ziemlich oft mit dem Lurcher herumfahren und dann halt auch eher so mit normalen Autos, nicht Supersportwagen oder so, wegen dem Rollenspiel. Also ich kann ja schon sagen, ich wohne in einer Villa oder so aber und hätte Geld, aber jetzt ständig damit herumzufahren, ist ja halt auch ein bisschen, ja, Standard, oder?
Also ich werde ziemlich oft Sachen fahren, die jetzt nicht jeder fährt. Ja, Spaß machen und so. Gestern im Livestream habe ich zum Beispiel wieder Bagger gefahren. Das ist so langsam gewesen. Tut mir leid, aber ich wollte einfach mal etwas austesten, ob man Spiele im Bagger transportieren kann, wenn sie AFK sind. Also der Ghost hat sich dann leider ausgelockt, weil er nicht aktiv war. Das ist auch etwas doof, was Rockstar macht. Wieso kann man nicht einfach im Game bleiben, wenn man irgendwas zu tun hat oder etwas essen möchte oder so? Also nimm sofort ausgelockt wird nach 13 Minuten oder ja, nach 20 Minuten ungefähr. Ja. Die Hölle erwartet uns. Ja, schöne Roadtour gemacht. Und ja, ist echt gemütlich. Ich denke, heute kommt noch ein Video. Also noch ein Gameplay-Video von GTA. Da können wir noch ein paar Überlebenskämpfe machen. Wenn Ghost da ist, werde ich es aufnehmen. Gut. Also da sehen wir wieder ungefähr, ja, zum Beispiel im Casino. Ready für die nächste Aufnahme. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also jederzeit sagen, wenn es euch nicht gefällt. Gerne auf Kritik ja, zudinglich. Finde Kritik nichts Böses. Dann sehe ich, okay, es gefällt euch nicht so. Oder ja, es ist ein bisschen zu langweilig oder so. Ich kann gerne ein bisschen mehr machen oder so. Aber ja, es ist halt wenig Spiel halt, oder? Also, ich kann nicht ständig Geld ausgeben oder ständig herumballern oder so weiter. Dann bin ich jetzt ein bisschen herumgefahren. Damit ich das in den Gameplay-Videos nicht so unbedingt viel machen muss. Oh, ich habe ein blutiges Auge. So schaut der Charakter nie in die Kamera. Okay. Also, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.